Bei der 58. Auflage der Burgenlandrundfahrt ist alles wie gehabt. Der Storch beobachtet das Renngeschehen vor der Gemeinde in Horicson an der ungarischen Grenze. Der starke Wind ist auch wieder da und wird in bekannter Weise Einfluss auf das Rennen nehmen. Insgesamt sind 16 Teams und einige Einzelfahrer zur dritten Veranstaltung der österreichischen Radbundesliga und gleichzeitig dem ältesten heimischen Eintagesrennen angereist. Das Team von MyBike Stevens ist in voller Stärke heute. Erstmals in der heurigen Bundesliga am Start. Julian Gruber, ich glaube, eine gute Performance, das ist heute mehr oder weniger Pflicht fast. Ja, genau. Wir haben ein bisschen was gut zu machen von den letzten Rennen. Und wir sind hier stark besetzt. Leider fällt uns der Martin Muggeli aus, da er eine Knieverletzung hat. Aber mit dem Rock Korasek haben wir sicher einige Karten, die wir spielen können. Ja. Es wird heute ganz sicher Kantewind geben. Sind da ein paar Spezialisten bei euch dabei? Ja, sicher. Leider ist der Max Kuhn zu Hause geblieben, weil er sich nicht ganz fit fühlt. Aber mit dem Rock und mit Janosch haben wir sicher einige Spezialisten dabei. Andreas Hofer war hier im Burgenland schon einmal Zweiter hinter einem heute sehr bekannten Mann, hinter Felix Großschartner. Was kann man sich heute erwarten? Es gibt wieder Wind, Sie sind Spezialist für Kantefahren? Ja, also es wird heute sicher, glaube ich, durch den Wind entschieden. Der Kurs ist jetzt topografisch nicht so schwer, also das Hauptkriterium ist sicher der Wind heute. Sie sind gestern das Kriterium gefahren, auch sehr passabel. Wie sind die Verhältnisse überhaupt für eure Mannschaft? Ja, gestern das Kriterium mit zweimal Punkte, Vierter werden wir ganz gut. Und ja, für heute haben wir sich natürlich viel vorgenommen. Wir wollen wieder auf die Mannschaftswertung schauen. Und der Kurs, glaube ich, kommt uns als Team sicher entgegen. Daniel Auer hat hier vor 2 Jahren schon einmal gewonnen. Damals war es eine Windschlacht. Ähnliches erwartet man heute. Wie sehen Sie denn die Chancen, vielleicht erneut hier erfolgreich zu bleiben? Ja, schauen wir mal. Es wird wieder ganz gleich ablaufen. Es ist sehr windig heute. Wird wieder eine Windkantenschlacht werden. Und ja, ich werde mein Bestes geben. Ein Auge müssen wir noch am Cup haben. Für den Heli dritt, wer da ist zurzeit Dritter. Aber wir werden schauen, dass da irgendwer von unserem Team die Nase vorn hat. Sie schauen schon ziemlich lädiert aus. Alle Blessuren schon überwunden? Es geht. Ich bin letztes Wochenende in den Serving gestürzt. Ein paar Schürfwunden habe ich noch. Mein Finger habe ich mir auch ein bisschen verletzt, den kann ich noch nicht so richtig gut bewegen, aber es geht. Der Name Gamper taucht heute gleich 3-mal in der Startliste auf. Patrick, der schon im Ausland fährt, als Jungprofi bei einem spanischen Team unter der sportlichen Leitung von Ivan Basso, macht eine kurze Rückkehr in die österreichischen Radsportgefilde. Was erwarten Sie sich denn heute? Soll das für Sie ein Trainingsrennen sein oder ein bisschen ein Formtest? Ja, beides eigentlich so ein bisschen. Sicher ein gutes Training, aber es ist natürlich auch super. Die Burgenland-Rundfahrt hat für mich immer gut ins Rennprogramm passt, weil immer ein lässiges Rennen ist, top organisiert. Und für mich ist es natürlich auch sehr lässig, wenn man sieht, dass es in Österreich noch solche Rennen gibt. Und dann will ich natürlich auch am Start stehen. Wie gefällt es Ihnen denn jetzt im Ausland? Sie sind doch jetzt auch schon mehrere größere Rennen gefahren. Ja, also der Reisestress ist natürlich um einiges mehr. Man sitzt viel im Flugzeug und verbringt sehr viel Zeit am Flughafen. Aber ich habe bis jetzt ein super Rennprogramm gehabt, bin viel große Rennen gefahren und bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Schon eine Gelegenheit gehabt, mit den jüngeren Brüdern zu sprechen? Ja, zu sprechen schon. Und das ist jetzt das erste Rennen, das wir miteinander fahren. Das war natürlich auch ein Grund für mich, dass ich da herkomme. Muss ich schon auch zugeben. Werden wir schauen, wie sich das heute entwickelt im Rennen. Marco Friedrich, Tirol steht heuer ein bisschen im Fokus, im internationalen Fokus. Man will natürlich viel Werbung machen, auch für die Weltmeisterschaft, vorher natürlich auch schon für die Österreich-Rundfahrt. Wie sehen Sie denn die Situation momentan im Team, für Sie ganz persönlich? Also die Stimmung im Team ist wirklich richtig gut. Wir sind alle richtig motiviert für die WM. Schauen natürlich, dass so viel möglich von uns im U23-Rennen starten werden. Und ja, wir freuen uns drauf. Beste Vorbereitung dafür sind Bundesliga-Rennen, schwere Rennen, so wie heute. Genau, ja, auf alle Fälle, ja. Auch mit dem Wind heute wird es auf jeden Fall richtig schwer werden, ja. Wie gefällt es Ihnen als Steirer, als junger Steirer draußen in Tirol, wo ja doch alle praktisch junge Burschen sind, Anfang 20? Ja, das ist schon eine richtig lässige Partie. Alle im gleichen Alter, das ist richtig lustig, macht Spaß. Ihr großes Ziel, glaube ich, ist einmal Berufsfahrer zu werden? Genau, auf alle Fälle, ja. So schnell wie möglich in die Welt zu wechseln, ja. Oder höhere Kategorien. Da muss man aber mal abliefern zuerst, ne? Auf alle Fälle, ja. Einen Fahrer wie Ricardo Zeudl muss man in der Bundesliga immer irgendwo im Auge behalten. Was erwarten Sie denn für heute? Ich warte mal ein schweres Rennen. Ich hoffe mal erfolgreich für uns. Wie gesagt, wir müssen ein wenig Revanche machen. Letzte Woche haben wir das taktisch ein bisschen vergeigt, aber
Ja, ich bin eigentlich sehr, sehr motiviert und ich fahre nächste Woche noch die Flasche Süd und möchte halt eh nochmal eine gute Belastung haben und ja, werden wir sehen. Also einfach Spaß haben und hoffentlich schaut dann ein Sieger aus an der Podium. Wie man kannte fort, wissen Sie? Ja, schon. Also wie gesagt, das wird sicher eine Challenge heute und man muss sicher viel investieren, dass man immer vorn bleibt, dass man die Partie nie verschläft und das macht dann das Rennen auch dann so schwer, sag ich mal. Daniel Geismeier, der Respekt vor Mountainbike-Fahrern im Feld der Straßenfahrer ist in den letzten Wochen deutlich gestiegen. Man hat gesehen, dass auch Marathonisten ihr Metier beherrschen. Was erwarten Sie sich denn persönlich heute von diesem Rennen? Ja, es wird sicher ein hartes Rennen für mich heute. Leider keine Berge wie im Mountainbiken, aber dafür viel Wind und ja, da muss man immer aufpassen, weil ja, da geht der Loch schnell auf, wie man schauen kann und dann ist man im Hintertreffen. Drum, ja, auf jeden Fall wird es sicher ein hartes Rennen heute. Für Sie persönlich das Hauptaugenmerk auf die Bundesliga, auf die Straße gerichtet oder dann doch wieder eher im Herbst auf Mountainbike? Ja, das Hauptaugenmerk ist sicher das Mountainbiken für mich. Aber dennoch, ich versuche mir jetzt einfach so gut wie möglich auf die Österreich-Rundfahrt vorzubereiten. Das ist ein großes Ziel für mich, um mit vielen Bergen zu mir da richtig gut zum Verkaufen und eine gute Platzierung auf das Team von Arlberg herauszufahren. Und ja, ich freue mich schon extrem auf die Herausforderung dort. ...123 Rennfahrer begeben sich auf die 6 Runden. Sie umfassen jeweils eine Länge von 28,5 Kilometern, woraus sich die Gesamtdistanz von 171 Kilometern ergibt. Der böige Wind mit bis zu 50 km/h macht es den Fahrern nicht gerade leicht. Trotzdem versuchen anfänglich immer wieder Radsportler ihr Heil in der Flut. Das Feld teilt sich beim Windkantefahren mehrmals in verschiedene Gruppen, die aber immer wieder zusammenfinden. Es geht nun am Windpark in Deutschkreuz und an den zahlreichen Weinbergen vorbei. Hier wachsen übrigens hauptsächlich blaufränkische Reben. Mehrmals überquert das Feld die Schienen der Draisinenbahn, eine besondere Attraktion dieser Region. Ansprechend die Vorstellung zweier heimischer Fahrer. Der Tiroler Patrick Bosmann fährt mit dem jungen Wiener Felix Ritzinger 2 Runden lang vorne weg. Ritzinger, einst Jugendeuropameister im Mountainbike Cross Country und frisch gebackener Bahnstaatsmeister, bestreitet heuer seine erste Saison als Straßenfahrer. Auch wenn im Burgenland die ganz schweren Steigungen fehlen, mit dem Wind haben die Sportler mit einer mindestens genauso großen Herausforderung zu tun. Bei Halbzeit des Rennens nach 3 von 6 Runden schaffen es 20 Mann, sich endgültig vorne zu etablieren und dem Feld um 2 Minuten davon zu fahren. Hier ist nun also eine erste Vorentscheidung im Rennen gefallen. Mitte der 4. Runde teilt sich die vordere Gruppe erneut. Diesmal können sich 5 Fahrer absetzen, die letztlich die Geschichte dieses Rennens schreiben. Dank völliger Einigkeit kann das Quintett nun bis zur letzten Runde einen deutlichen Vorsprung herausfahren. Ricardo Zeugl, Vorjahressieger Lukas Schlemmer, Jannik Steimle, Helmut Trettwer und Dominik Rinkhoff fahren mit einem Guthaben von 1 Minute 44 auf die erste Verfolgergruppe in die allerletzte Runde. Der Rückstand des Feldes liegt bei unaufholbaren 5 Minuten 32. Hier hat man die ernsthafte Aufholjagd bereits eingestellt. Wir sind nun bei der Bergwertung Kräuterwald. Ricardo Zeugl, der frühere Österreich-Rundfahrtsieger, löst sich scheinbar mühelos von seinen Mitstreitern. Dieser Angriff sitzt so richtig. Der Oberösterreicher fährt davon und jetzt in den letzten 15 Kilometern trotz starken Gegenwindes solo in Richtung Ziel. Wie zuletzt beim Grand Prix Vorarlberg kann erneut ein Sportler seine Alleinfahrt krönen. Diesmal heißt er nicht Gian Friesecke, sondern Ricardo Zeugl. Nach 4 Stunden, 5 Minuten und 13 Sekunden und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 42 km/h
gewinnt der Profi von Felbermayr-Simplon-Wels die Burgenland-Rundfahrt. Zeudel jubelt über seinen 12. Rad-Bundesliga-Sieg. Sein oberösterreichisches Team ist zum dritten Mal in Folge bei der Burgenland-Rundfahrt ganz vorne. Kurz vor dem Ziel wird noch um die Plätze 2 und 3 gekämpft. Diesen Sprint entscheidet schließlich Lukas Schlemmer vom Team Felbermayr-Simplon vor Yannick Steimle, einem starken Fahrer des Vorarlberger Santik-Teams, für sich. Sein deutscher Landsmann Helmut Trettwer, WSA Pushbikers Arbö, muss sich mit dem undankbaren 4. Platz zufrieden geben, kann allerdings in der Bundesliga-Zwischenwertung die Führung übernehmen. Ein gnadenloses und spannendes Ausscheidungsrennen hatte nach harten 171 Kilometern einen sehr würdigen Sieger gefunden. Weiterhin nicht besonders in Schwung dafür die Equipe von Mindbike Stevens, dem Bundesliga-Dominator der letzten 3 Jahre. Ricardo Zeudl, das Dutzend ist voll. Ich habe jetzt in der Statistik ein bisschen nachgeschaut. 12. Sieg in der Bundesliga. Einer von Ihren bedeutendsten, wichtigen aus Ihrer Sicht. Wie würden Sie es denn einschätzen? Ja, es ist schön, einmal der erste Saisonsieg für mich her. Und ja, es war super, super Rennen. Sehr anspruchsvoll. War alles dabei. Wind, Positionsfahren, Berg. Also es war eine super Veranstaltung. Und ja, dass man dann immer Doppelsieg des Grünen kann, war natürlich super gewesen. Ja. Haben Sie sich das lange überlegt, bei der letzten Steigung wegzufahren, obwohl Sie gewusst haben, es warten noch etliche Kilometer mit starkem Gegenwind? Ja, es war eigentlich ganz klar, wie wir dann zu 5 weg waren, dass ich es am Berg probiere, weil der Lucke eine sichere Bank im Sprint ist. Und ich habe zu ihm gesagt, wann ich wegfahre, fahre ich nur alleine weg, mit einem zweiten fahre ich nicht weg. Und ja, ich habe dann schon super Loch gehabt um da und ja, der Luke hat hinten abgedeckt. Das war eigentlich dann eine schöne Genussfahrzeug mit den letzten 4-5 Kilometern dann noch. Es beginnt in 2 Monaten genau die Österreich-Rundfahrt. Wie gedenken Sie jetzt Ihre Form zu konservieren bis dahin? Ja, also wie gesagt, ich habe nächste Woche noch in Luxemburger Rundfahrt und dann habe ich meinen Monat Pause. Da werde ich mal nach Luxemburg einmal 5-6 Tage Karal harieren und dann eine kleine Pause machen. Und dann mit dem Höhentrainingslager losstarten und dann, ja, habe ich in Mai und Juni eher ein straffes Programm und dann denke ich, dass ich dann schon fit bin. Aber ja, jetzt muss man wieder mal die Akkus aufladen und dass man wirklich frisch bei der Rundfahrt ist. Doppelsieg für die Welser Mannschaft, alles im grünen Bereich? Ja, natürlich, alles super gelaufen und ja, besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Mit 2 Fahrern am Podest, also hat jeder einen super Job gemacht und ja, dass es am Ende dann so ausgeht, ist natürlich sehr erfreulich für uns. Es hat sehr gut ausgeschaut. Die 5 Mann an der Spitze haben lange Zeit wirklich sehr, sehr gut harmoniert. Hat dann Ricardo schon gesagt, ich verabschiede mich jetzt? Ja, also das war klar, dass der Ricky das am letzten Berg nochmal probieren wird. Ich habe dann auch noch probiert, dass wir vielleicht zu zweit sogar wegfahren, aber da war der Yannick Steimler noch dabei. Und dann hat der Ricky müssen nochmal ansetzen und dann war die Sache klar für den Ricky. Kein schlechtes Wochenende im Burgenland, meine ich, für Yannick Steimle vom Team Vorarlberg-Santik. Sieger des Kriteriums und dann auf dem 3. Platz bei der Burgenland-Rundfahrt beim großen Bundesliga-Rennen gelandet. Wie war es heute für Sie? Ja, heute war von Anfang an ein schweres Rennen. Es war ab Kilometer 1 einfach heute Vollgas fahren, starker Wind. Und wir waren mit einer starken Mannschaft am Start, haben es ab und zu probiert, auf die Windkante zu gehen. Am Ende war es ein bisschen blöd für uns, weil ich alleine in der Spitzengruppe war. Habe zu viel gearbeitet und am Ende habe ich gemerkt, dass ich gestern auch schon Rennen gefahren bin. Und ja, am Ende war ich glücklich mit Platz 3. Ich meine, Ricky ist vorne weggefahren und Lucky ist einfach hinten drauf gelegen. Und ich wusste, wenn es zum Sprint kommt, muss ich einen sehr guten Tag haben, dass ich noch Zweiter werde. Helmut Trettwer fährt jetzt schon die 3. Saison in der Bundesliga immer vorne mit. Immer 2., 3., 4. Plätze. Jetzt sind Sie mal in der Wertung, in der Zwischenwertung auf Platz 1. Gedenken Sie das bis in den Herbst zu behalten? Ja, es wird natürlich schwer. Also die Welser sind so stark und die wechseln sich ab mit den Siegen. Und ich muss halt immer schauen, dass ich über die Konstanz komme. Und das gelingt mir immer ganz gut. Aber ich versuche es natürlich zu halten. Und fürs Erste bin ich immer zufrieden. Für Außenstehende unglaublich, wie man sich gegen diesen starken Wind stemmen konnte. War das teilweise schon am Limit? Ja, der Wind war heute eigentlich relativ beherrschbar. Macht es natürlich schwer. Und ja, hat man gesehen am Schluss, wir waren nur 5. Der Ricky war mit Abstand der Stärkste und hat verdient gewonnen. Die Ergebnisse in der Übersicht. Ricardo Zeudl gewinnt in 4 Stunden, 5 Minuten und 13 vor Lukas Schlemmer und Yannick Steimle.
Vierter wird Helmut Tretwer, fünfter Dominik Rinkow und sechster der Slowene Rok Korosek. In der ÖRV-Rad-Bundesliga führt nach 3 von 10 Rennen Helmut Tretwer mit 409 Punkten ganz knapp vor Ricardo Zeudl. Er liegt nur 6 Punkte dahinter, hat derzeit 403 Zähler. Dritter Lukas Schlemmer, vierter Markus Eibecker. In der Mannschaftswertung führt Wels mit 85 Punkten, vor Vorarlberg mit 76 und Chrinkow mit 63. Das nächste Bundesliga-Rennen ist der Grand Prix Niederösterreich in St. Pölten am Sonntag, den 10. Juni. Bis dahin, auf Wiedersehen!